So Leute, da sind wir beim nächsten Spiel und ich habe den Norman dabei. Servus. Und wir gucken uns heute an Earthquake Torben mit Bug-Chain-Combo gegen Earthquake Marcel mit UR Delver. Jo. Und ja, UR Delver, das Deck to beat aktuell. Ja, Meta-Deck Nummer 1 mit 20% oder mehr. Ja. Echt, echt nicht schlecht. Und auf der anderen Seite Bug-Chain-Combo, nicht Food-Chain tatsächlich. Ja. Sondern Chain of Smog. Ja, ein Deck, was ich auch außerhalb von unserer Gruppe fast gar nicht mehr sehe. Das ist tatsächlich wahr. Außer natürlich mit Phoenix. Phoenix habe ich neulich nochmal gesehen. Phoenix sind hier nicht drin. Leider. Ist ja auch Bug. Obwohl, ja, Bug kannst du kannst die Phoenix ja auch spielen, um groß zu spielen. Immer spielen. Genau. Auf der anderen Seite mit UR Delver, ich glaube wirklich die Full Monty Liste, also Full Power. Ja, ich glaube, Marcel war auch mit zwei oder drei, Bubbles unterwegs. Genau, da müssten auch Bubbles kommen und ja, da sehen wir auch schon einen Chain of Smog auf der Hand, sobald der Fokus sich mal richtet. Ah, immer dieser Fokus. Manchmal macht man es einfach falsch, wenn man es falsch macht. Ja, Polluted Delta. Go. Ja, ich könnte den beiden jetzt vorhalten, dass sie unscharf sind, aber... Ja. Ich glaube, da kommt ein Delver. Schön. Das ist jetzt die Frage, hat man da. Der Bug hat wahrscheinlich genug Removal drin? Ja, normalerweise schon. Also da sind auf jeden Fall einiges an. Was geht das? Die Bubble. Die vorhergesagte. Und da macht man das auf den Gegner. Ja, okay, du hast auch kein Fetchland, ne? Naja, man kann ja trotzdem vorher das auf sich machen und kann dann die Trigger von Delver und Bubble stacken, ja, um halt eine Chance zu haben. Also man könnte jetzt davon ausgehen, dass Brainstorm auf der Hand ist oder einfach ein Misplay. Weil Bubble auf den Gegner mit einem in einem Delver-Deck ist sehr, sehr selten tatsächlich. Ja, macht doch halt eigentlich nicht so viel Sinn, wenn es so ja, ein bisschen Information, aber mehr auch nicht. Gerade wenn jetzt wie da ein Fetchland lag, der fetcht eh. Eigentlich nicht. Gäbe hier eigentlich keinen Grund, End of Turn zu fetchen, oder? Man könnte End of Turn den schlimmsten Brainstorm der Welt machen. Nämlich den erste Runde End of Turn Fetch Brainstorm. Ja, kann man machen. Ich glaube, das wird da auch gemacht. Uff. Das ist halt gegen Daystack echt ballsy. Ja. Auf der anderen Seite will man das vielleicht genau deshalb machen, damit der Delver-Spieler vielleicht dazed. Boah. Das glaube ich nicht. Ja, aber das ist so ein harter Reset dann, vor allen Dingen, wenn du dann, das ist wahrscheinlich auch noch so ein Brainstorm, den du haben willst und dann, boah, nee. Ja. Oh, beide, da haben wir noch einen Fetchland. Da war ein Leovold im Brainstorm. Leovold habe ich auch gesehen, aber sonst, Chain of Smog, Force of Negation. Murktide im Delver. Wow. Das ist der beste Delver der Welt, der flippt nämlich nur, wenn der Brainstorm oder Ponder gesehen hat. Ja, wie gesagt, also man hätte jetzt mit der Bubble ja schon die im Gegnerzug cracken können und dann eben entscheiden können. Das stimmt. Na, ist der Ponder. Jetzt bin ich mal gespannt, was ganz oben lag. Ganz oben lag. Ich glaube, da war ein Delver wieder bei. Nee, ist ein Brainstorm. Also da ist ein Delver bei, aber lag ganz oben lag ein Brainstorm. Also hätte man den tatsächlich sogar gesehen, okay, flippt nicht, draw. Flip. Ja, hätte man eine bessere Chance gehabt. Ja. Da ist jetzt ein Delver. Nee, ist kein Delver. Kein Ding, das ist eine Iteration. Iteration. Auch eine sehr, sehr gute Karte gerade im Delver. Ja, dann zieht man die. Ja, die Iteration ist halt jetzt gerade Turn 3. Ne? Wenn du keinen Landdrop hast, ist die schon spicy. Ja, ja, vor allem, wenn sie den Delver noch flippt. Schon wieder End of Turn. Da ist ein Duel, ein Huro. Und ich glaube ein Ponder. Ja, irgendwie sowas. Something, something. With something in spice. Oh, jetzt ist die Frage, schmeißt man den Quatsch weg? Weiß ich nicht, also ja. Man kann es halt machen, damit man, weil man will in seinem Zug wahrscheinlich eh den Uro spielen. Und da will man einen Landdrop raus haben, glaube ich. Ja, das stimmt schon. Da glitzert auch was. Eine ganze Menge. Ich bin jetzt halt mal gespannt, ob jetzt der Duel-Weg gegangen wird, weil man ja noch ein Duel hat. Ja, wird gegangen. Ja, man hat auch ein Uzi noch auf der Hand, ne? Genau. Dementsprechend ist dann eh rum mit Wasteland und dann kann man auch hier schon mal auf das Duel fetchen. Jo. Jo, oder man schmeißt einfach mal den Leovold rein. Ja. Das zieht vielleicht einen Force oder ein Daze. Das geht natürlich auch, aber ich finde halt, Uro ist halt wesentlich okayer zu forcen. Ponder? Mhm.
Und da kommt der Uhu. Ja, der wird wahrscheinlich auch geforst, der Uhu. Ne, wird er nicht. Kommt. Wird wahrscheinlich das... Floor, kein Land. Schade. Der wird wahrscheinlich das Recasten aus dem Friedhof geforst, damit der nicht direkt wiederkommt. Ja, auch möglich. Wunder, er ist geflippt. Mit? Brainstorm. Ach ja, das sind die. Die wunderschönen Brainstorms. Ja, mittlerweile gibt er genug Artworks. Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Secret Layer macht möglich. Da sehe ich auch im Secret Layer Wasteland. Ja. Von Mark Pohl. Beides im Secret Layer, by the way. Das war anscheinend ein gutes Secret Layer für whatever. Ja, zwei Karten schon mal drin. Ja, das ist selten. Jetzt ist halt der nicht gekriegte Landdrop halt. Ja, bitte. Er ist richtig bitter. Hast du jetzt ein Land, damit man Leowald spielen kann? Oh, der Delver-Spieler hat Triple Force auf der Hand, ey. Ja. Und DRC, ich glaube, da ist noch ein Lightning Bolt, der weißrandige, ja. Mhm. Aber der macht halt nicht schnell genug Länder. Die Hand ist stacked, aber man hat keine Länder. Ja. Wobei man Landdrop ja schon hatte. Ja. Stimmt. In the Wasteland. Aber das hier mehr. Blau-rot. Naja, wenn man jetzt in den DRC geht. Ich glaube, den haben wir gerade oben draufgelegt. Ich weiß nicht. Ja, gleich ist halt auch der Merktat online, ne? Oh, ne, da ist er noch. Oh, DRC, gute Karte. Ja. Dürfte auch schon, dürfte schon sein. Fett sein. Da ist ein Ponder drin, Brainstorm, Land und eine Bubble ist. Der ist. Delirium. Damit hat man 6 Power auf dem Board, was schon mal eine 3-Tank ist. Nur, in Anführungszeichen, nur eine Belfort Strix. Ich muss fast schon überlegen, ob ich die forcen würde. Du hast keinen Removal auf der Hand. Du hast der Bolt gerade eben weggeflext. Ja. Mit dem Merktat, dann hat er sogar. Ach stimmt, der hatte ja am Anfang noch einen auf der Hand. Das weiß ich nicht, ich weiß aber, dass da auf jeden Fall. Oh yes. Dass da auf jeden Fall jetzt halt eine ziemlich schnelle Clock liegt. Er muss jetzt praktisch nur noch 3 Runden lang forcen. Also wenn er blaue Karten hat und blaue Karten zieht, jo, gewinnt er jetzt einfach das Spiel, indem er 3 Runden lang einfach querlegt, Go sagt und ja. Da kommt Duration. Ich wollte gerade sagen, den Merktat würde ich da nicht für Kraus knallen. Nee. Uff. Andersrum. Das war hat sich gelohnt. Ja, okay, Theoch muss den Trigger vorher ansagen, aber man hat ja gar keine Zeit. Ja. Ein Force hat man auch. Weiß man Force jetzt, was immer der Gegner tut. Mhm. Der Gegner ist bei 11. Mhm. Man hat noch einen Leowald und Chain of Smog als Backspieler. Von, ne? Kannst du resolven lassen. So lässt sich da einen zurecht pondern. Ja gut, wenn man jetzt den Typen findet und nächste Runde Chains, kann das immer noch sehr schnell over sein. Ja, stimmt. Und man hat noch eine Trophy auf der Hand. Mhm. Da ist auf jeden Fall noch eine Menge out im Chain Deck im Vergleich zum Delver. Du kannst halt jetzt, wenn du den Winterblume Apprentice ziehst, kannst du halt ausmachen. Easy. Du brauchst halt Force Backup auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Und der Gegner darf keinen wunderschönen Lightning Bolt Top Deck. Ja, ich meine, der Unholy Eater ist ja schon im Schrott gelandet. Aber die Iteration hat auch oben drauf gelegt. Nee. Also vom DRC hat oben drauf gelegt. Also, ja. So, da kommt der nächste Wasteland. Da kommt Push. The bottom, let me know before it. Dann kriegt man noch 3 Wacht. Dann hat man als Master Delando. Uff. Wieder grün weg. Wieder das grün weg. Uff. Wasteland ist auch so wirklich, wirklich so eine Hasskarte von unserem Backstage-Spieler. Wenn du halt da stehst und du hast halt auch nur eine Handvoll Grünquellen. Oh, und jetzt kommt auch noch der dicke, fette Schweineritter. Ja, der ist halt auch riesig. Ja. Und der ist halt jetzt auch. Der muss noch nicht mal komplett. Doch, wenn er komplett groß ist, ist er ja 8-8. Ja, genau. Das ist hart. Ja, jetzt mal so gucken, was hier Phase ist.
Jetzt ist die Frage, findet man als Bugchain-Kombo noch irgendwas, was einen retten kann? Man hat die Trophy auf der Hand, die Assassin's Trophy. Dann kann man jetzt noch fetchen. Jetzt geht man dann auch endlich... Ne, jetzt geht man... Okay, jetzt macht auch keinen Sinn mehr, auf Basics zu gehen. Ja. Ich meine... Es ist jetzt halt wirklich die Frage... Ja, man hat nur noch die Trophy als auch. Ja, die Trophy ist halt gut, aber... Die lässt man sogar resolven. Da hat man keinen blauen Pitch. Kann das sein? Ich weiß gerade nicht, was auf der Hand war. Der merkt hat, war eben noch der blaue Pitch. Mhm. Man hat einen Leovold und man hat Dings auf der Hand. Du machst halt jetzt aktuell nichts als Bugchain-Kombo. Ja, du fehlt halt im Endeffekt ja nur noch ein. Also hast ja A-Kombo hast du schon, B-Kombo halt noch nicht. Ja, und du kannst auch gleich noch einen Uro rausholen, wenn du willst, ne? Wenn Länder kommen. Länder die Option gibt's auch noch. Da war auch nur noch eine Karte auf der Hand tatsächlich. Ja, das ist jetzt die Dings. Den schmeißt man weg. Ja, dann babbelt man den Gegner, damit man hoffentlich eine blaue Karte zieht für den Pitch. Ja, dann geht der Gegner auf 4. Hä? Ist der nur noch 1-1? Wie? Indem er die Sorceries rausgefressen hat. Ja, aber da ist ein Artefakt drin, da ist ein Land drin, da ist eine Kreatur drin, da ist eine Insel drin, der ist eigentlich groß genug. Jetzt, da fehlt eine Instant. Ha, krass. Da fehlt ein Instant tatsächlich. Da ist noch einer, den lässt man oben drauf. Ja, den oh mein Gott. Double DRC. Und Wasteland. Man könnte jetzt auch einfach Wasteland. Boah, das wird glaube ich sogar gemacht. Ja, vor allem wenn man dann die Schwarzquelle weg Wastelandet. Drei Wastelands. Puh. Alter. Uff. Vor allem man hat noch genau 3 Leben, hat jetzt keine Quelle mehr. Nee. Okay. 2 Chains und Ding. Oh. Ja, Wasteland ist eine gute Karte. Was ein Schmutz. 1-0. Mhm. Sideboard, whatever, was nimmt's rein? Boah. Surgicals. Ja, Surgicals, nicht schlecht. Gegen den Uro. Und wenn die Chain-Kombo halt einmal wegkriegst, du kannst Blood Moon, klar, du kannst... Ja, du kannst ja rote Blasts reintun, stimmt. Ja. Bisschen schnell Fast Forward. Der Bug kann mehr Removal. Ja, im Endeffekt. Grave Fate in irgendeiner Form. Schwarz hat halt sowas wie Leylines, aber der kann ich nicht spielen. Also ich würde halt echt einfach nur drauf tippen, mehr Removal und irgendeinen anderen Stuff. Mm. Gut. Oh. Insel Delver. Ja, vor allen Dingen Basic Insel. Mm-hmm. Die Assassin's Trophy wird gerade richtig gut, aber ich glaube, da war noch ein Mountain Secret drin. Secret Lair Basic Insel. Ui. Da hat sich schwer gegönnt. Ja, da kommt auch eine Insel. End of Time wieder Brainstorm, oder was? Das kann gut sein. Draußen geht dort der Punk ab. Oh ja. Nee, weiß nicht. End of Turn, Brainstorm, ich finde den halt so schwach. Klar, wenn deine Hand gut ist, macht das nicht so viel Unterschied, weil du nicht so viele Karten verlierst, aber ich bin immer noch ein Fan davon, das eigentlich im eigenen Zug zu machen. Okay, wenn du eine Bellfall auf der Hand hast, dann kannst du nächste Runde die Bellfall ziehen, schlägst die Länder wieder oben, ziehst das, was du oben drauf gelegt hast. Weißt, was du ziehst. Ja. Auf der anderen Seite ist es halt wirklich, du kannst halt auch oben drauflegen, kannst wegfetchen. Und mit einem Kontrolldeck hast du halt sowas wie Pushen, ähnliches, um damit weiterzuspielen. Zumindest denke ich mir das so. Aber gut. Da wurde. Fetch. Eine Karte geschaffelt. Wahrscheinlich auf Basic. Den ja, wenn man schon Basics. Das hat man gelernt. Ja, ich denke auch. Ich denke auch. Die Frage ist, welches? Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt ein Forest drin ist. Aber ein Sumpf wahrscheinlich. Ich würde einen Sumpf nehmen und dann Belfol. Ja, Belfol ist auf jeden Fall hier eine sehr, sehr gute Aktion gegen Ur-Delver mit dem Delver. Mhm, da ist aber irgendeine rote Karte auf dem... Ja, da ist ein Pyroblast.
Ja, aber die Pelvol zieht ja eine Karte, also von daher ist das gar nicht so schlecht. Mhm. Der Unheilskauz. Unheilskauz, genau. Kauz. Die zieht, oh, die zieht eine Pelvol. Richtig cool. Gut. Da flippt. Anulid. Okay, I see. Ja. Flip. Hat sich also dann auch schon wieder geklärt. Ja. Dann Dude, Unholy Heat, Beat für 3. Hab noch ein blaues übrig für Shenanigans. Go. Das ist ziemlich straightforward, was da gerade abgeht. Das ist echt straightforward, leck mich am Eimer. Aber gut. Das heißt, genau. Zwei. Forst man das jetzt? Geht man jetzt wirklich in diesen Kampf? Ich wollte gerade sagen, ich würde dann einen Brainstorm wegschmeißen. Ja, aber boah, das tut halt schon. Oh, Spellpierce! Spellpierce! Oh mein Gott, wie gut! Das kann aus dem Sideboard gekommen sein. Wie gut! Oh! Autsch! Autsch! Das tat eh. Zwei Karten gegen zwei Karten getradet und ein Leben. Da nimmt man jetzt Baywood Strix. Jo. Kommt, zieht eine Karte. Ist das ein Trollen? Nee, ist kein Trollen. Das war auf jeden Fall eine Trophy. Ja. Blastet man jetzt echt den Kauz? Jo, klar. Oh, Wasteland. Wasteland. Good old Wasteland ist wieder da. Vorher könnte man Brainstorm, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja, vielleicht ist noch ein Push auf der Hand. Who knows? Oh. Da ist der Brain, der Storme. Da ist Days. Warum hat man die Lantern gebordet? Ach, wegen Uro. Ja, kann ich verstehen. Das ist eine sehr gute Antwort für Uro. Hast keinen nächsten Ponder. Schade. Ja, aber ansonsten. Also, es ist halt auf jeden Fall schon stabil, die Hand. Ja, Delver muss jetzt halt den Delver bis zum Sieg reiten, weil ich glaube, da war auch keine andere Kreatur bei. Na doch, da ist, glaube ich, noch ein Delver. Buckchain muss halt zusehen, dass da irgendwie mal was am Laufen kommt. Und Murktide ist halt aktuell, also zur jetzigen Zeit. Echt noch nicht gut. Nee. Murktide drauf. Man hat auch. Ist das eine Fetchland, das dritte von hinten? Ich glaube ja. Ja. Okay, mit dem Fetchland kann man auf jeden Fall den Stuff noch wegschaffeln, den man nicht haben will, was jetzt nicht schlecht ist. Und dementsprechend schon okay. Aber man geht für den Wasteland. Diese Begeisterung, die man in der Kamera mitkriegt. Ja, ist halt wirklich so. Man geht nicht für den Pyroblast. Ja, du willst wahrscheinlich. Interesting. Wahrscheinlich einfach die. Den. Oh. Boah, den will ich auch schon fast blasten. Das wäre halt schon was, den gerade eben Wasteland. Boah, okay. Ich wäre dafür, glaube ich, hart gegangen. Das ist ein Shuffle. Das ist dicken Shuffle. Dressdown macht nichts, Force macht nichts. Und vor allem Pyroblast macht halt nichts gegen die Combo. Nee, gar nichts. Und ja, die Combo ist ja das. Die Combo hat man, doch, die hat man gesehen. Man hat zumindest einen Teil davon. Oh, ja. Kein Land. Kein Land ist gut für whatever, schlecht für Buckchains. Da ist noch ein Dressdown auf der Hand, glaube ich. Ponder mit Brainstorm. Ponder mit Fetchland ist auch ziemlich okay. Man nimmt eine Karte davon jetzt. Ja, da ist ein DRC-Boy. Mhm. Und? Der DRC ist aber noch nicht Delirious. Nee. Boah, ich glaube, das ist ja sogar. Ne, stimmt, das ist jetzt eine Sorcery. Nimmst du dir heute schon noch eine Kreatur rein? Oder das Artefakt? Ja, dann kann man auch dafür. Geh dafür. Dann stirbt der. Das war. Bait. Get baited. Oh, da ist sogar noch ein Delver auf der Hand. Ja. Delver. Fetch DSC. Oh. Nee, ich glaube, du weißt. Viel zu kontrolliert. Ich glaube, du weißt, was oben drauf ist. Ja. Push nicht schlecht. Push macht halt jetzt mal was. Wird direkt gepusht. Dann da hätte man noch warten können, den Trigger resolven lassen. Damit man die Karte zieht. Ja. Das war ein Ponder. DSC Ponder? Ja. Klingt nach einem Plan. Frage mich halt noch. Sieht Ponder 4 kommt. Buckchains braucht ja. Okay, go! Ponder. Hat man mit dem Blauen noch was zu tun? Ne.
Eigentlich nicht. Lantern, Panda, Ding. Dresdor. Dresdor. 1-1er. Boah. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen eklig, aber der macht keinen Scry. Nee. Was schade ist, ein bisschen. Surveil. Ja, meine ich ja damit. Der macht auch keinen Surveil. Weil er ist gedresster Hund. Ja, da konnte man halt auch nicht drauf reagieren, weil Ponder ist halt Sorcery, ne? Noch ein Pyroblast. Ist das nicht ein Bolt? Oder ist das ein Red Elemental Blast? Red Elemental Blast, genau. Boah. Puff. Das ist halt schon fies. Aber ich glaube, hier würde ich echt einfach wahrscheinlich das Land. Ganz oben ist ein True Name oder ein Spell Pierce? Der spielt ein True Name. Ja. Der macht halt jetzt auch. Hat man das Land noch? Nee. Dann hätte ich wirklich. Bug zieht aber auch kein Land. Ne? Da war, glaube ich, ein Land. Da war, glaube ich, ein Land. Da war ein Fetchland. Da ist man auch ein bisschen excited. Yes, Fetchland. Wenn das jetzt gestyled wird, ist halt um. Ich glaube, dann geht man einfach nur noch Table flippen. Ja, wahrscheinlich. Dann haben wir auch kurz einen Wackel in der Kamera. Das ist irgendwie am Anfang. Das war nur ein Vorgeschmack, was da passiert. Keine Aktion. Man hat eine Dings auf der Hand, ein Trophy. Die hat man aber nicht gezündet. Okay. Interesting. Ich glaube, da ist sogar noch ein Murktide auf der Hand vom Urder. Ja, ich würde jetzt einfach Go sagen als Urder-Spieler, denke ich. Ja. Fetch. Auf Forest. Wahrscheinlich. Auf Forest. Basics. Fuck you, Wasteland. Sehr schöne Basics. Ja. Du like. Aus einem Unset, wo wir auch demnächst neue bekommen. Ja, aber die Basics sind nicht so schön, die sind ein bisschen zu abgespaced. Ah, gespaced. Ah. Oh Gott. Ja, machen wir End of Turn noch was? End of Turn die Trophy, okay. Ja, ich vermute mal, man will hier einen Counter rausziehen. Boah, das hätte man aber im Attacker-Eclair machen können. Boah, das stimmt. Da hätte man sich die drei Leben sparen können. Oh. Ich glaube, man hat die Kombo. Forces. Das ist schon nicht schlecht. Aber nimmt, glaube ich. Ich weiß gar nicht, was das nehmen kann. Alles irrelevant. Das ist alles total egal. Dann nimmst du wahrscheinlich eher den Murktide, weil der kann dir schneller ausmachen. Ja. Wenn du wirklich die Combo auf der Hand hast, nimmst du den Murktide. Der Apprentice ist total egal. Die Blasts sind total egal. Der Ding auch, der Staff. Macht auch nicht viel. Ja, und der True Name ist langsamer als der Murktide. Da würde ich ja wirklich dafür gehen. Ja. Da hat man auch den Murktide. Ja, dann. Library. Okay. Hübsches Artwork. Ja, aus einem Commander Collection Green. Green. Du meinst das Spellbook. Das Spellbook Freljord-Gedöns, Tosi. Vivian. Freyalise. Freyalise. Freyalise war da drin. Sie kann nämlich auch dein Commander sein. Oh. Stimmt. Ja, sonst ist jetzt die Frage, ob man hier wahrscheinlich noch Fetch und Pondert, aber. Boah, ne. Je nachdem, was man halt auf der Hand hat, ne? War das ein Bolt? Weiß ich nicht. Ich glaube, macht's einen Unterschied? Ja, doch, natürlich macht's einen Unterschied. Ja. Das war ein Land. Ja, war ein Land. Dann droppt man einfach den True Name. Combo, du bist tot. Wäre jetzt natürlich echt spicy. Ja, wenn die Combo auf der Hand ist. Ich weiß, dass der Apprentice auf der Hand ist. Die Chain fehlt, glaube ich, noch. Ja, okay, gegen den True Name machst du in dem Deck wahrscheinlich nichts, außer den den Golgari-Charm. Ja. Dass jede Kreatur ein 1-1 kriegt. Okay. Ich sehe das so schlecht. Ja, es ist sehr hart an sich gehalten. Das Problem ist halt, du kannst jetzt auch nicht irgendwie da groß noch Welten versuchen zu brainstormen oder zu pondern. Schwierig.
Ich meine, du hast jetzt ein Land. Das ist ein Duel, ja, immerhin. Problem ist, das Fetchen verkürzt halt dein Leben immens. Du kannst es natürlich in Apprentice legen, einfach nur damit du ihn hast. Fetch, uff. Wenn man jetzt natürlich fürs Ponder geht, boah. In der Hoffnung, einfach die Chains zu finden. Das wäre natürlich ist ballsy. Richtig ballsy. Okay, du hast noch nächste Runde. Ja, aber man macht halt eine Runde weniger was. Ponder. Ja, du kriegst aber jetzt Träger. Auch... Stimmt, man kriegt ein Leben wieder. Also das Fetchland hast du jetzt raus. Ja. Ich dachte gerade ganz kurz, das wäre die Chains. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das die Chains ist. Wenn es die Chains wäre, wäre sie wahrscheinlich viel schneller in der Hand gelandet. Das ist ein Shuffle, okay. Dann kannst du dir trotzdem immer noch einfach so random einen Cantrip auf der Hand behalten. Nein, kannst du nicht. Einfach nur random jetzt eine Chains ziehen. Das war keine. Oh, jetzt kein Bolt oder so. Das war ein Land. Oh, ja, man kann aber jetzt die Laterne nutzen auch. Man kann die freaking Laterne legen. Die Kraken für Card Draw, ne? Irgendeine Karte rausnehmen, ja. Irgendeine Karte. Ich glaube, es ist fast schon irrelevant. Man würde, glaube ich... Es ist, glaube ich, egal. Die oben links. Ja. Und dann... Dann sagt man Go. Und wenn der irgendwas macht... Jetzt hat man noch den... Da ist eine Chain. Oh! Baby! Oh, Baby, das ist... Oh. Die Frage ist, ob das jetzt eine blaue Handkarte ist. Ist jetzt die Frage, du kannst keine Karten ziehen, nein! Ja, ja, du kannst nicht dort ziehen und Ding nehmen, keine Chance. So, jetzt ist es... Veil of Summer zuerst. Trigger. Oh Gott, das ist im... Du kannst ja noch... Ne, die Kreaturen kriegen ja Hexproof, ne? Nur vor Blau und Schwarz. War das ein Bolt? Ne, das war schon ein Bolt. Shit, das finde ich halt so cool an so AB-Combo-Decks, weil sie halt nicht nur straightforward in die Schnauze hauen, sondern eben auch einfach sehr, sehr, sehr spannende Matches hervorrufen. Das war jetzt halt aber wirklich schon ganz knapp. Ja, mega cool. Wenn wir mal gucken, Game 3... Normalerweise, wenn UR Delver und Play, Play ist, geht das normalerweise relativ zügig. Da ist ein Delver. Mhm. Und ja, da haben wir dann. Nehmen wir jetzt das Duel? Duel. Oh. Und Ponder. Das ist ein guter Start. Days. Ja, Days. Days. Ui. Ui, das ist schon. Das ist sehr aggressiv. Ach, das ist ein Wasteland oder so. Das war, glaube ich, DRC. Wie für ein, Wie für 3 wäre halt jetzt echt Bombe gewesen. Also das wäre jetzt halt echt schon cool gewesen. Ja, ich bin aber gerade echt auf der Seite vom Bugchain. Ja. Vom Prinzip her läuft es da auch besser. Klassischer Delver. Wie für ein. Dann Land, DRC. Jetzt, wunderschön, der Black Engineer of Humans. Das ist eine Endurance. Ha. Das ist natürlich auch gut. Ja, es ist gut. Jetzt geht man wahrscheinlich auf All Duels. All the Duels, all over the world. Nee, macht man nicht? Okay, krass. Krass. Das ist nochmal so der Move, wenn ich eh schon ein Duel habe, dann versuche ich halt so viele Duels zu nehmen, wie ich nur irgendwie kann. Eigentlich. Ja, oder du settelst jetzt halt die Farbe halt mit Blau, die du auf jeden Fall brauchst. Ja, das stimmt. Barefoot Strix, Draw Card, das ist ein Abrupt Decay. DK ist gut. Also da ist auf jeden Fall schon, oh, da ist noch ein Bolt auf der Hand. Der Bolt. Oh, man kann jetzt den Surveil machen. Legt man drunter. Trigger Delver. Flip Delver mit einem Force. Das ist gut. Das ist gut. Der ist schon... Schon Delirium? Ne, das sind zwei Fetches. Ne? Das sind zwei Länder im Friedhof. Wasteland, Days, Bolt und Ding. Da fehlt eine Sorcery. Ist das ein Mountain? Jo. Krass. Keine Shocks. Oh, Endurance Place.
Aber Endurance kann kontert werden. Coming. Ja, da würde ich die Duration spielen. Jetzt ist die Frage, hat man als Dings... Huh. Also man will ja mit dem Endurance blocken. Das wäre halt schon ziemlich sick. Das ist ein Murky. Legst den... Ja, DSC ins Exile, den drunter. Man hat noch kein Land gespielt. Ne, man hat ein Land auf der Hand. Genau. So, der ist jetzt, müsste jetzt Delirium sein. Dann greift man an. Dann versucht man Endurance zu spielen. Man hat einen Force auf der das Hand. Das wird geforced. Ja, das wird geforced. Das muss geforced werden. Trigger den... Der Trigger... Ja. Blatt um drauf. Ja. Hey. Aber es ist ein Endurance. Das ist schon ziemlich strong. Trigger, dein Friedhof ist weg. Und dann kannst du nämlich mal ganz geschmeidig den Delver tot blocken. Yes. In Random Order, bitte. Genau. Aber das war schon... Das ist jetzt... Endurance ist halt ein Riesenproblem. Das ist eine super Karte gegen Delver. Weil sie nicht nur den Friedhof reinmischt, sondern eben auch DRCs abschaltet und Murkys verlangsamt. Bei dem will man jetzt auch nicht mehr spielen, tatsächlich. Ne, oh, und jetzt hast du ja auch noch das Decay auf der Hand. Sweet. Boah, der Angriff ist ein bisschen ballsy. Meinst du? Ja. Ponda? Da ist noch ein Endurance auf der Hand. Okay, es war nicht ballsy. Rattle Mandelblast kann runter. Land kann runter. Day drauf und die sind Delirium. Wow. So, Force geht auf die Hand. Hat man eine blaue Handkarte? Ja, ich glaube, das war noch ein Land. Ne, der Murky. Das ist noch ein Friedhof. Maxal. Das müsste noch ein Land sein. Ich meine, man hätte noch einen Murky. Komm, nimm mal die Hand hoch, was? Tu mir den Gefallen. Weil dann hätte man das Force genommen. Ja, wahrscheinlich. Land. Ja. Aber ein Days. Days ist gut. Oh, ficken, ey. Ja. Noch ein. Hardcast Days. Hardcast Days? Ah, ne, kein Hardcast Days. Trigger. Top. Ha. Das tat weh. Ja. Land hatte man noch keins gelegt, oder? Doch, ich glaub, doch. Ich weiß halt nicht, ob da sinnvoller gewesen wäre, gegen die einfach das Decay zu legen und nichts anzugreifen. Ja. Da ist ein Brainstorm mit einem Fetchland. Das ist natürlich Trigger schon geil. Das triggert eine ganze Menge. Das ist ein Ponder gewesen. Ich glaube, das Ponder lässt man drauf. Ja, nimmt man das Fetchland und das Duel weg. Ja, können noch ein Ponder und Brainstorm. Mein 5 Leben ist halt fast tot, aber wir wissen ja, was auf der Hand von Buck Chains ist. Also. Und die müssen angreifen. Yes. Das ist das größte Problem an der Sache. Fetch. Stifle. Insel, kein Duel. Ich weiß gar nicht, ob Buckchains überhaupt Wastelands gesehen hat bis jetzt. Nö. Oder gezeigt hat. Nee, hat's nicht. Spielt's auch nicht. Ja, logisch. Combo-Deck, ne? Ja, genau das. Dementsprechend. Gut, dann gibt man jetzt in einen Ponder. Trigger lässt man oben drauf. Oh, ist doch ein Murktide Boy. Nee. Ich glaube, das ist ein Hullbreaker. Hullbreacher. Hullbreacher? Block einen, abrupt den anderen. Decay den anderen. Uff. Autsch. Da ist einmal alles in den Schrott gewandert. Jo, das tut weh. Aber jetzt halt noch 15 Leben aus dem Gegner rauszukloppen, ist halt auch kein Spaß, ne? Ja, das stimmt, aber auf der anderen Seite ist man halt mit noch einer Trophy auf der Hand, glaube ich, gesegnet, ja. Und da war noch, ich glaube, eine... Das ist schon ziemlich gut. Da ist, glaube ich... Forzis und noch irgendein... Ich glaube, ein Veil. Okay, der Delver genommen. Krass. Und der
Der Breaker wird in den Friedhof gelegt, auf die Hand genommen. Krass. Trophy. Free Shuffle? Nehme ich. Ist die Frage, ob man noch einen Basic hat? Ja, der hat zwei blaue drin. Uff, krass. Der spielt halt kein Sanctuary. Keine Sanctuary und keine Schockländer. Nee. Das ist von der Bana-Basis ja eigentlich noch so die klassischste. Ja. Ja. Boah, ist die Frage, was man jetzt noch mit dem Veil machen will, ne? Ja, wahrscheinlich nix. So für 3 geben wir auf 9. Es wird halt langsam echt eng. Und da ziehst du auch noch Länder nach. Ich krieg zu viel. Aber auf beiden Seiten aktuell so knapp schon wieder. So DRC. Das kann halt over jetzt sein, da gleich. Go. Draw. Das ist, glaube ich, noch ein Land. Go, end of turn, den Breaky. Einfach nur, um Dudes zu haben. Breaky. Komm schon. Breaky. Er ist auf jeden Fall ein Highbreacher. Ah, Brainstorm. Spielt man jetzt aber die Veil zum Cantrippen? Ja, hätte ich schon längst gemacht. Da ist ein Bolt. Triple Bolt. Nee. Oder Doppel Bolt, glaube ich zumindest. Ja. 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 Wow. Autsch. Ja, da geht man einfach in den Zug und sagt, du bist tot. Da spielt keine andere Karte. Nee, ich würde jetzt auch keine mehr spielen. Obwohl, du kannst End of Turn. Nee, End of Turn ist... kannst du Veil spielen? Nee, kannst du nicht. Ja, da ist man tot. Doch, Veil hätte man spielen können, Cantrip Trip. Aber das ist auch... Ja, aber man kriegt ja keinen Schutz vor... Nee, aber man kann eine Karte ziehen, um einen Force oder so zu ziehen. Ja, das ist over. 2-1 Uadelva gegen Buck Chains Combo. Knapp. Schöne Spiele. Wirklich, wirklich schöne Spiele. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.